Hallo Leute, ich habe euch den Rückweg nach Vault City erspart und jetzt stehen wir hier vor den Toren, haben Sulik unseren restlichen Alkohol in die Hände gedrückt, das heißt, wir sollten hier ohne Probleme reinkommen. Passt. So, jetzt werden wir mal nach und nach alle Leute hier besuchen. Übrigens, da wird es diese Heckler und Koch-Shotgun haben. Es gibt natürlich schon eine Person, die diese Heckler- und Koch-Shotgun ohne Probleme tragen könnte, und das wäre Cassidy. Cassidy hat Stärke 6 von Anfang an. Das heißt, wer zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, einen dritten Companion aufzunehmen, mag das vielleicht tun. Cassidy kommt übrigens mit einer Shotgun, einer normalen, und die normale Shotgun braucht nur Stärke 5, das heißt, die wiederum könnte man Vic andrehen. You won't believe it. Now that's in a day after you gave me those tools, that super toolkit I ordered arrives. He sent me 5. Okay. Appreciate it. Damit haben wir mal das Toolkit für Skeeter. Jetzt reden wir noch kurz mit ihr über ihren Vater, Vic. Sounds like you and him somehow, but are you sure? He was in a mess of trouble with slavers and he's trying to make up for the lost time now. But you're right, he could stand to lose some weight. Okay, ja, Vic ist ein bisschen dicklich geworden, vielleicht über die Jahre. Erstaunlich für jemanden, der so viel wandert, als Teil seines Berufs, aber okay. You convinced Val to give her dad a chance. 250 XP, 3 Karma. Okay. Gut, und dann reden wir gleich nochmal mit dir, eigentlich. Can you repair anything? Gut, sie könnte nämlich Sachen upgraden, wenn wir etwas. Aber woher bekommen wir dann deine restlichen Super Repair Kits? Müssen wir die stehlen? Weil ich weiß, dass es. Oh, wir sind overloaded, weil wir das Toolkit bekommen haben. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, diese anderen 5 Super Toolkits von ihr zu bekommen, aber vielleicht muss man die wirklich fladern. So, ich drehe dir jetzt mal diesen Koffer an. Der wiegt aber nur 5. Das könnte ich dir andrehen. Ja, so. Ja, wahrscheinlich muss man wirklich von ihr fladern, das kann durchaus sein. Gut, dann, nächster Stop. Ist hier Captain Stark, dem wir sagen, dass wir die Gegend um Gecko erforscht haben. Captain Stark. Oh, Sergeant Stark, sorry. I surveyed the area around Gecko, download the information to BitBoy. Here's your payment, $300. Okay, wenn wir jetzt nach mehr Work fragen, kriegen wir vermutlich die Raider-Basis. Ich meine, die können wir mal annehmen. Actually, I need someone to travel to the NCR. To plot a route to the NCR. Then come back. Okay. Anders sehe ich mich gar nicht mehr. What do you do here? Raiders? Aha, da ist es. Why do you want to know about this? I'd like to try and find their base. Okay. I've seen enough of the world. Ja, das stimmt durchaus, weil wir bekommen mehr XP, wenn wir versuchen, Leuten zu helfen in diesem Spiel. I'd still like to try and help. Go tell the first citizens. So, any ideas where these raiders are striking from? If they are raiders, what do you mean? They've got heavy firepower, expensive firepower, and no military tactics. Und sie halten sich absichtlich zurück. Any idea where they're coming from? They keep retreating south. Das ist die Sache, die ich vorher noch erwähnen wollte. In dem normalen Base Game von Fallout 2, ungemoddet, kann man einfach über die Weltkarte stolzieren und die Raider-Basis finden, was überhaupt keinen Sinn macht, weil, wie wir hier gerade von Stark erfahren, sind diese Raider einfach nicht zu finden. Wir müssen schauen, ob es jetzt mit der Mod anders ist. Es kann gut sein, dass die Basis jetzt sehr viel schwerer zu finden ist. Vielleicht kriegen wir das nämlich nur über die Bishops in New Reno raus. I have some native guide that leads them through the southern.
Genau, Shadow Who Walks oder Shadow That Walks. Der Typ ist auch noch sehr viel interessanter jetzt in der Mod. What's the deal with the South? Plenty of places to hide. I could probably find them. Go ahead and try. I'm betting the only way to let us. Oh! I'm betting the only way to let us find them is by giving us a map. Es gibt nämlich eine Map zu Rainer Base. Aber ich glaube, die kriegen wir nur, wenn wir in den Koffer von Mr. Bishop schauen. Wenn wir ihm dann aber den Koffer bringen und er sieht, dass er geöffnet ist, lässt er uns erschießen oder sonst irgendwas. Please deliver the case to Nurina. Okay. Das müssen wir uns noch überlegen. Mal schauen. Gut. So viel mal zu den ganzen kleineren Sachen. 2000 XP. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon XP kriegen, dafür, dass wir zu McClure zurückkommen. Aber schauen wir mal. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir hier sind. Also, wir haben nicht genug Alkohol, um die Bar im vorderen Teil zu beliefern. Den Citizen-Test müssen wir auch nicht unbedingt machen. Wie gesagt, er braucht Perception 9, Intelligence 9 und Luck 9. Würde jetzt im Moment einfach nur ein paar Stunden unserer Zeit verschwenden. So, who are you? Stimmt, wir haben auch gleich mit dir geredet. Senior Counselor McClure. Raffmaster, pleased to meet you. Okay, supposed to. Bam, 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 bam. What happened to the gag that broke down? It was disassembled and its parts were used for other applications. Good, okay. Also, ihr hattet jetzt mal ein Gag über, aber jetzt nicht mehr. I think you might have a part that could fix Gecko's power plant. Stopping the radiation. Okay, ich habe Angst, dass Lynette mir nicht die Citizenship gibt. Gut, wir bekommen sie von McClure. Go see Randall, the Chief M&T's Officer. He should have that part in stock. Können wir mit dir auch drüber reden, dass man Gecko verbessern könnte? What's your job here? Okay, trying times. Where is Gecko? What is Gecko? Ich meine, das wissen wir schon alles. Scheinbar noch nicht. Vielleicht müssen wir erst von diesem Ghoulen Gecko von Festus erfahren, dass man das Kraft überhaupt upgraden kann. Wenn wir mit dieser Information nämlich zurückkommen zu McClure, sagt er uns, dass Vault City langsam aber sicher Energieprobleme bekommt und nicht mehr weiter wachsen kann in ein paar Jahren. Und so kriegen wir dann quasi diese zweite Quest. So, Randall war wo? Ich glaube hier im großen Office. Ja, und dann wollen wir natürlich noch jede Menge Scheiße verkaufen. Also wollen wir auch in die beiden Shops hier A und B rein. Obwohl ich fürchte, ich habe denen das meiste Nützliche schon abgenommen. Bist du Randall? You see Randall. Councilor McClure said you'd have a hydroelectric magnetosphere regulator. The High Mag. Alright. Kind of looks like a lava lamp. Don't drop it. Say, what else do you have in stock? Okay, er sagt zwar, er hat seinen Stock nur für Citizens, aber wir können. Oh. Du Arschloch. Okay. Na gut, wir haben auf jeden Fall den High Mag. Das ist alles, was wir von dir brauchen. Wiegt er was? Sind wir schon wieder overloaded? Ja, natürlich. Schauen wir mal, wie schwer der High Mag ist. Schon wieder ein Zehner. Na gut, dann geben wir diesmal jetzt die Tool. Naja, obwohl das ist blöd, die brauchen wir ja auch gleich. Das ist alles Zeug, das wir jetzt gleich verkaufen werden. Junk? Junk. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man den überhaupt braucht. Ich bilde mir aber ein, in der NCR braucht man mal. Oder gibt es in der NCR nur diesen Schrotthändler, von dem man ihn zusätzlich noch kaufen kann? Kann sein, dass ich das gerade verwechsel. Naja. So, und dann shoppen wir hier mal. Barter. Was hast du noch für mich? 300? Na ja, gut, das ist ein bisschen zu wenig für die meisten Waffen, die wir hier haben, oder? Ja, viel zu wenig. Gut, 200. Wie wär's mit den Backgecko-Pelzen? 225, 250. Eine Flare obendrauf. Und dann noch
20, 300, okay, 305, nice. Gut, nothing today, thanks. Man kann sich im Laden vor der Stadt eine Metal Armor kaufen, aber die brauchen wir nicht wirklich. Weil wir werden spätestens in der Abbey, glaube ich, eine bessere Armor kriegen. Du hast jede Menge gutes Zeug. Okay, du bist leer, oder? Scheinbar nicht. Gut, 1000 für das mal. Wie viel willst du für deine Steam Packs? 6,25 pro. Okay. Das muss ich mir nur kurz überlegen. Was können wir noch loswerden? Dynamit für 500. Okay, 1600. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen Rope. Okay, das ist schon recht wenig wert. Na gut, dann gib uns mal drei von deinen Steam Packs. Okay, machen wir das anders. Wir haben im Moment nicht viel Munition für die Assault Rifle. Aber Armor Piercing wollen wir nicht. Armor Piercing ist die scheiß Munition, die will niemand. Armor Piercing funktioniert, glaube ich, in diesem Spiel auch nicht so, wie es sollte. War nur gerade überlegen, ob wir irgendeine Art von Ammo vielleicht aufheben wollen. Ja, vielleicht traden wir einfach das. Drei Steam Packs und all dein Geld. Können wir sogar unsere Rope wieder rausnehmen und durch das ersetzen. Okay, Offer. Gut. Nothing today, thanks. Gut, jetzt sind wir im Großen und Ganzen geldmäßig schon ziemlich gut ausgestattet. Und wir werden uns jetzt auch mal hier wieder verpissen. Weg. Okay, ist irgendwo hängen geblieben. Naja, soll sein. Beziehungsweise zuerst, wenn wir uns noch hier beim Laden draußen umschauen. Weil alle Läden restocken ja. Manche einmal pro Woche, manche nur alle 2 Wochen. Aber hin und wieder gibt es neue Sachen, die sie auf Lager haben. I'm looking to trade. Das ist die Ammo, die wir brauchen, oder? Nein. Zwei 23er Full Metal Jackets. Komm mal her, Vic. Zeig mir mal, was für eine Waffe du hast im Moment. Sehen wir vermutlich, wenn wir dich so anschauen. Oh. 5 mm. Jacked Hollow Point. Okay. Naja, nicht so ganz. Booze und Beer, das nehmen wir mal auf jeden Fall für die Quest. Wenn ich ehrlich gesagt keine Übersicht darüber habe. Ah, okay, die Hunting Rifle verschießt Full Metal Jackets. Na gut. Okay, dann nehmen wir dir nur das ab. Und zwar, was geben wir dir dafür? Ein Molotow-Cocktail? Ja, sogar relativ viel wert. Wir können überlegen, wie wir hier noch ein bisschen Geld raushauen, aber wir werden vermutlich einfach nur hier noch 16 Gold dazu nehmen. 16 Gold? 16 Dollar, danke. Und das soll es mal gewesen sein. So, apropos Munitionsprobleme, reden wir mal kurz mit Vic und schauen uns an, wie es ausschaut mit ihm munitionsmäßig. Also zum Moment ist sie vollgeladen und du hast dazu noch 42 Schuss nur, okay? Aber du hast als Reserve eine Desert Eagle mit 40 Schuss.
Okay, außerdem trägst du. Oh, wir brauchen kein Bier mehr kaufen in Zukunft. So, okay, du hast auf jeden Fall genug Reservewaffen und sonstiges, um dich mit dem zu spielen. Okay, ja, das sollte schon reichen. Gut. Also, wir haben hier mal alle Quests geupdatet. Und jetzt geht's zurück nochmal nach Gecko. Und dann vermutlich sogar nochmal hierher, weil wir eben für das Upgrade, ich glaube, dass wir die Informationen über das Upgrade einholen müssen, bevor wir die Quest beenden. Weiß nicht, ob man das. Ah nein, Blödsinn, ich glaube fest, das kann das nachträglich auf jeden Fall noch machen. So. An die Quest mit der Route zur NCR erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Interessant. Ja, wir wollen eigentlich gleich in den Junkyard. Und quatschen hier mal mit Skeeter. Und sagen ihm, dass wir sein Repair-Kit haben. Ready to trade? It's a deal. That's mighty fine training. Let me ask you something else. Maybe later. What do you do here? Okay, ich dachte, wir würden von dir noch was kriegen. Questmäßig. Also wir haben den Fuel Cell Controller. Aber what do you need? Ah, kriegen wir die Quest erst, wenn wir was im Inventar haben, das er verbessern kann? Das kann durchaus sein. Er will nämlich irgendeinen Three-Step-Regulator oder sowas. Ich bilde mir zumindest ein, dass das Fix-Gitter ist. Ja, weil der Typ im Kraftwerk fragt ja sogar extra noch nach, ob wir es nicht für Skeeter holen. Deswegen Percy Crump. Found Woody yet. Okay, du willst nur, dass wir in den Den gehen und den Typen suchen. Okay, dann müssen wir schauen, was für Waffen Skeeter upgraden kann. Und dann sollten wir mit so einer Waffe nochmal zurückkommen zu ihm. Man kann sicher in Vault City irgendwo irgendwas kaufen. Ich glaube, den Revolver oder vielleicht sogar die Desert Eagle. Kann er der Desert Eagle ein erweitertes Magazin geben? Das könnten wir ausprobieren, wenn wir wirklich die Desert Eagle wegnehmen. Und zu ihm gehen. Ob das dann nicht funktioniert. So, jetzt reden wir mal kurz auf dem Weg hier mit Festus, zeigen ihm, dass wir den Hümag haben. Und schauen, ob er mit uns darüber reden will, dass man das Kraftwerk optimieren könnte. I have a part that you can use to fix the reactor. Stimmt, er kann es für uns installieren, aber kriegen wir nicht mehr XP, wenn wir es selber machen? Ich glaube, wir kriegen mehr XP, wenn wir es selber machen. Außerdem will ich euch zeigen, wie es funktioniert. Das wird ein schöner Abschluss für das Video. Okay. Ja, also müssen wir den Hümer hier reinlegen? Ich bin mir gar nicht sicher. Scheinbar nicht. Let's try it. Okay. Action. A robot. Was war der Code? Ups. Das war er nicht. War es Mitte, oben, unten? Okay, es war Mitte, unten, oben. Zum Glück könnt ihr hier immer wieder das Terminal restarten. So, Action, Robot. Was habe ich gesagt? Mitte, unten, oben? Okay. Repair Sequence. I guess it means this thing. Place part in transfer. Okay. Transfer to repair unit. Proceed. Logic circuits failed. Okay, I'm ready to use the thing. I guess I'm ready to get started. So.
List-Programm. Noch ist das Programm leer. Und jetzt fügen wir spezielle Kommandos zu diesem Programm. Ihr könnt euch helfen, indem ihr euch hier umschaut. Wir müssen den Roboter von da, wo er hier steht, vor unserer Konsole, also ungefähr im Hauptbildschirm wäre das hier, wollen wir ihn hier herumschicken, bis er dann hier an dem Coolant-Ding ist. So, und diese Dinge haben unterschiedliche Namen. Es ist aber recht easy zu merken, weil alles heißt nach Planeten. Und wir fangen halt von außen an und arbeiten uns nach innen vor. Also zuerst kommt Pluto, Amplify Plutonium Gamma Shield. Back to my menu. Add a comment. Comment? Command. Deharmonize Neptunium Impala für Neptun. So, dann haben wir irgendwas mit Uranus. Uranium Rod Driver. Dann haben wir Saturn Class Capacitator. Und dann haben wir Jupiter Wave Compiler. Pluto, Neptun, Uranus, Saturn. Jupiter, schaut gut aus. So, und jetzt können wir als letztes sagen, entweder turn main coolant valve off, was genau dasselbe Resultat hervorbringt, wie wenn wir ihm sagen, dass er das Coolant abbrennen soll, nämlich das Ding zerreißt. Oder wir sagen, install hydroelectric magnetosphere regulator. Back to menu. Execute program. So, und jetzt sehen wir hier den Roboter, das nach und nach abfahren. Zum Beispiel das hier drücken und das ist Powerplant Machinery und wenn wir es dann genauer anschauen, sehen wir Plutonium Gamma Shield. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach hier durch die Tür selbst reinsteigen, nur dann fresst ihr extrem viel Strahlung. So, das sollte Neptunium gewesen sein. Neptunium Impeller Machine. Dann haben wir hier hoffentlich irgendwas mit Uranium. Uranium Rod Driver. Na bitte. Dann ist das Saturn. Ja, okay. Also Saturn Class Capacitator und das ist, glaube ich, das Jupiter-Teil. Passt. Und passt. Nice. You have gone up a level, 4500. Zulik has gained in some abilities. Nice, nice, nice. Liegt leider nicht. So. Darüber kümmern wir uns das nächste Mal. Wie schaut es eigentlich hier aus? Okay, liked in Vault City, idolized in Gecko. Wir werden mal den Doktor möglichst weit hochhauen. 52 plus 18 wären 70. Wow, also wir brauchen noch zwei Level-Ups, bis wir auf 75 sind, was wir bräuchten für ein paar Sachen in Vault City. So. React is running pretty good now. Could still do with a tiny bit of a tune-up. Aha. More work? What do you mean? Optimization data? From the Vault City central computer. Let me see what I can do. I hate to leave a job half done. Okay. We'll use less uranium. The core won't leak so bad, and Vault City won't come to exterminate us. Yay! You make me so proud. Ja, danke, Festus. Gut, also das ist der zweite Teil. Die Optimierung. Gut. Okay, das heißt, das hier mal aus diesem Kraftwerk rausschneiden und dann einen Cut machen. Und ich werde mir anschauen, was für Waffen Skeeter verbessern kann, weil ich glaube, er muss uns erst ein Waffen-Upgrade anbieten, bevor er uns seine zweite Quest gibt. Aber das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.